Jo Leute und herzlich willkommen zum Best of Robin Becker 2023. Mal wieder ist ein Jahr zu Ende gegangen. Ich hoffe, ihr habt gute Weihnachten gefeiert. Hattet viel schöne Zeit mit eurer Familie. Auch ich hatte schöne Zeit mit meiner Familie. Dann wünsche ich euch erstmal frohes neues Jahr. Hoffe, das Jahr wird besser. Bisschen weniger Stress mit der Politik oder irgendwas. Zur Info, ich filme heute erstmal mit meiner neuen Kamera, der Sony FDR AX43A mit dem Sony Mikrofon. Ich habe mir die neu gekauft, ich habe sie eher gesagt zu Weihnachten bekommen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Qualität von ihr findet. Lasst gerne mal ein bisschen Feedback da und ich will gar nicht so lange reden. Nochmal frohes neues Jahr, frohe Weihnachten nachträglich und habt aber viel Spaß mit dem Best of 2023 Robin Becker. Ich habe noch 2022 dazu geschnitten, weil 2022 kein Best of kam. Deswegen sind hier noch ein paar Sachen von 2022 dabei. Vorab wieder gesagt, ich konnte nicht alles reinbringen, das wäre einfach viel zu viel gewesen. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Und jetzt viel Spaß mit dem Best of. Bis dann. Würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Lost Place, der alten Villa. Aber wir sind jetzt da an Lost Place. Lost Place, wo wir die Augen für mich jetzt. Komm jetzt! Wir müssen uns halt hier ein bisschen verstecken, weil da Leute kommen. Hier reinzugehen ist halt ein bisschen verboten. Ist eigentlich relativ gut. Gott. Hammer. Alter. Und diese Enten. Wow. Alter. Ich habe weniger als 10 Gegenstände dabei und ja.
Robin Joshua Becker, Jugendfeuerwehrmann, Survivor, Bushcrafter und alles, was noch in der Natur zu machen gibt. Wenn jemand mit seinem YouTube-Kanal in der Klasse berühmt ist, dann er. Er ist 12 Jahre alt, nimmt das Ganze sehr, sehr ernst. Ist seine Vorerfahrung zum Vorteil oder nicht? Da kann man jetzt ein Feuer reinmachen. So, jetzt, wenn ich die Technik nicht bestanden habe, dann mach ich nicht mehr weiter. So. Jetzt wird auch angekreuzt, dass ich es auch geschafft habe. So. Tag 1. Geschafft. Jetzt geschafft. Kommst du mit? Wir wollen das jetzt mal immer nur angucken. Morgen früh oder heute Nacht. Gute Nacht, Leute. Ciao. Leute, da oben im Turm haben wir nicht angelassen. Wir haben einen Schlafsack drin. Und da würde ich sagen, gute Nacht. Es ist gerade früh. Ich weiß nicht, wie viel wir haben. Aber komm schnell. Bitte, ich habe die Tageschallenge nicht gemacht. Damit haben wir einen Gewinner. Und zwar Wachmut. Er hat gewonnen. Oh mein Gott. Ich habe noch meine Decke als Kissen draufgelegt und ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim Anziehen und beim Frühstück kochen. Warum hast du dich auch in den Rucksack gelegt? Oh, meine Brille ist kalt. Das ist... Radrennbahn sein. Boah. Also hier sind die Fahrer immer lang gefahren. Alter, und jetzt geht's hier rein. Boah, hier riechst du, glaube ich, noch ein bisschen nach Pferd. Alter. Okay, das ist krank. Ich habe immer eine Tribüne. Alter, dieser Schall hier drin. Die das Ganze bewertet haben. Nee. Ich glaube, ja, hier war so eine Bar oder so. Guck mal, hier ist auch so eine Küche. Ja, ich sehe eine Küche. Das ist Abzugshaube. Warum macht man alles immer so kaputt? Hier ist die Heizung rausgerissen. Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3, Staffel 4, Staffel 5.
aufgrund des Wetters jetzt grün von innen. Hier ist der Eingang mit meiner gebauten Leiter. Hier hinten ist so ein bisschen Rumpelkammer. Ihr seht hier von innen die Plane. Dann haben wir hier unsere Feuerstelle, die heute kalt bleibt, mit dem Kaminrohr von außen. Dann haben wir hier hinten, wo Mario sitzt, ein kleines Regal und noch ein Tunnel. Hier geht auch noch weiter. Hier, wo es die Hose drin ist, geht es auch noch weiter. Hier ist noch ein kleines Regal. Hier ist die Lampe. Dann haben wir den Ausgang. Wir sitzen hier auf den Stämmen, also auf der Bank, die wir gebaut haben. Und ja, groß ist es nicht, aber ich denke, wir werden noch nicht mehr lange bleiben aufgrund des Wetters. Wir sitzen jetzt schon 2 Stunden hier drin, wir können nichts machen. Vielleicht ist es halt besser, ab 5 soll es nicht mehr regnen. Wir sehen uns dann. Und unser neues Video auf diesem Kanal. Heute mit Marius. Guten Tag. Und Lukas hier am Start. Wir sind hier. Servus. Wir sind heute wieder im Camp. Ihr seht aber an einer anderen Stelle, es liegt daran. Das war auch schon das Best-of. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr. Das nächste Video kommt halt nächstes Jahr, 2024. Ja, das Video hier kommt an Silvester online, also am 31.12. um 0 Uhr, wie damals auch. Ja, habt aber noch eine schöne Zeit. Bis nächstes Jahr. Ciao.